Normalerweise mache ich keine Ersteindrucksvideos, aber fürs neue Siedler mache ich mal eine Ausnahme. Insbesondere nachdem es auf der einen Seite absolut zerfetzt wird, während andere es versuchen zu verteidigen. Und den Fans, die genau das tun, kann ich das nicht mehr so richtig übel nehmen. Als Maurice Weber von der GameStar sein Video postete, war ich auch zunächst bereit, das Spiel in Schutz zu nehmen. Aber mehr, weil Maurice in der S4-Community schon etwas berüchtigt ist und weil auch andere Pressestimmen zu diesem Franchise einfach mit Vorsicht zu genießen sind. Man kann hier oft von Glück reden, wenn diese Magazine Siedler 3 und Siedler 4 auseinanderhalten können. Bonuspunkte, wenn Siedler 4 nicht als Siedler 3,5 dargestellt wird, das keiner näheren Betrachtung bedarf. Und von der absolut oberflächlichen Berichterstattung über die History Collection fange ich besser gar nicht erst an. Was Maurice so vom Spiel erzählte, klang vernichtend. Gehypt war ich für das Spiel ja ohnehin schon nicht, einfach weil mir klar war, dass egal wie gut es unmöglich sein wird, alle Spieler abzuholen. Wenn ihr mit Erbe der Könige angefangen habt, stehen die Chancen gut, dass dieser Teil für euch Siedler definiert hat, auch wenn er komplett aus der Reihe fällt. Siedler 2022 schien aber von Anfang an mehr in Siedler 2 Richtung zu gehen und hat jetzt sogar Elemente aus 3 und 4 ergänzt. Eigentlich sollte mich das hypen. Und auch, dass Volker Wertig nicht mehr mitarbeitet, finde ich auf dem Papier nicht mal so tragisch. Wertig hat nur am ersten und dritten Teil mitgewirkt. Da finde ich Komponist Heiko Ruttmann, der immerhin an den ersten 4 Teilen beteiligt war, wesentlich wichtiger. Nach 2 Stunden hatte ich also mein erstes Spiel durch, als Illari gegen KI-gesteuerte Maru. Aber fangen wir von vorne an. Nur 3 der 5 Tutorials sind spielbar und ich frage mich ernsthaft, wieso. Das erste Tutorial bombardiert einen mit Pop-Ups, um zu erklären, wie man Gebäude baut. Gleichzeitig lässt uns aber schon mit einem Sägewerk starten, statt die Gelegenheit zu nutzen, uns den Bau von Gebäuden erst am Holzfäller und dann am Sägewerk zu demonstrieren. Hier wird auch schon eine Schwäche der Benutzeroberfläche deutlich, nämlich dass man gerne mit Bildern statt mit Text arbeitet. Findet mal bitte den Unterschied zwischen diesen 3 Bildern für mich, denn ich habe das Gefühl, das erste dient noch als Platzhalter für das zweite und dritte. Und auch für Einheiten verwendet man oft lieber irgendein Porträt statt des Namens. Wenn dann aber mal eine Einheit bei ihrem Namen genannt wird, wie zum Beispiel in der Akademie, fehlt einfach die Verknüpfung zwischen dem Bild und dem Namen. Könnte man fixen, man bräuchte nur einen Mouse-Over-Tooltip. Das zweite Tutorial führt aber das erste nicht so wirklich sinnvoll fort, sondern holt uns komplett aus unserem Flow raus, indem es uns erstmal beibringt zu kämpfen. Nicht mal wie man an Soldaten kommt, mind you, das durfte ich später schön selber rausfinden. Ebenso wie die Tatsache, dass nicht alles, was wie ein Gebäude aussieht, auch tatsächlich eins ist. Die 2 Türme da? Das sind keine Türme, das ist nur Deko. Und als uns dann die Belagerungseinheiten demonstriert werden sollen, also die Ochsen mit den magischen Raketenwerfern, die schon ein Meme an sich sind, hält es das Spiel nicht für nötig, uns vor der Pfeilhagelfähigkeit der Türme zu warnen, die wir zerstören sollen. Ich hätte hier ernsthaft fast im Tutorial verloren. Und bei einer Belagerungseinheit würde ich ja eigentlich erwarten, dass sie entweder die Reichweite hat, um gar nicht so nah an die Türme ran zu müssen, oder resistent gegen dessen Angriffe ist. Erst das dritte Tutorial setzt das Thema des ersten fort und zeigt uns immerhin noch, wie wir einen Steinbruch bauen. Und das war's auch schon. Dass wir jetzt keinen Förster mehr brauchen, weil Wälder außerhalb der Startgebiete von selbst nachwachsen, wusste ich zum Glück schon. Also wenn diese Tutorials schon fertig sind und die beiden Fehlenden auch so schwach sind, dann können wir das schon mal vergessen. Aber wir sind ja nicht fürs Tutorial hier. Einmal Illari in einem 1v1 bitte. Jetzt wird auch sichtbar, dass Ingenieure jetzt unsere Mädchen für alles sind. Bauen, Gebiet erweitern, Bodenschätze suchen, also Bauarbeiter, Planierer, Pioniere und Geologen in einem. Etwas awkward am Anfang, aber andererseits ist das nichts anderes als die Dorfbewohner im Age of Empires. Und ob man jetzt wirklich 7 verschiedene Werkzeuge wie in Siedler 4 braucht, die aber eh alle das gleiche kosten, kann man auch drüber streiten. Wäre nun nett gewesen, wenn man uns auch erklärt hätte, wo kleine Ingenieure herkommen. Oder wie Häuser jetzt funktionieren. Oder was man beachten sollte, sobald man mehr als ein Lagerhaus hat. Aber langsam. 2 Holzfäller und ein Sägewerk sollten erstmal langen, der Wald wächst ja eh nicht nach. In meinem Leichtsinn arbeite ich auch erstmal nur mit einem Steinbruch. Dass der zweite sich auch noch lohnt, das sind einfach Erfahrungswerte, die man schnell drin hat. In der Nähe entdecke ich ein Schiffswrack, ein Banditenlager und eine Ruine als Points of Interest. Ersteres plündere ich, die anderen beiden lasse ich aber erstmal links liegen. Mein erstes Ziel ist es, den nachwachsenden Wald zu holen. Und dieser Wald reichte mir auch das ganze Spiel über. Da verstehe ich nicht so ganz, wieso man den im Startgebiet nicht auch nachwachsen lässt. Expandieren muss ich sowieso für die anderen Rohstoffe, aber ansonsten sollte die Motivation sein, einfach mehr haben zu wollen. Es sagt ja auch niemand, dass der Startwald das ganze Spiel reichen soll. Aber bisher hatte ich das Gefühl, dass es reichen würde, wenn er nachwachsen würde. Die anderen Wälder haben aber auch Beerenbüsche. Offenbar muss man sich aber auch entscheiden, ob man die Bäume fällen oder Beeren sammeln möchte. Beides an einem Wald scheint nicht zu gehen. Theoretisch also schon mal eine Entscheidung, die man treffen muss. Gebiet zu erobern ist aber auch etwas komisch. Zuerst dachte ich, die Ingenieure bauen eine Art Vorposten, der dann das umliegende Gebiet erobert. Tatsächlich werden die Felder aber einzeln erschlossen. Dann frage ich mich aber, wieso ich die Felder basierend um diesen Mittelpunkt herum auswählen muss. Hier wäre etwas wie im Parameter, wo ich ein Gebiet markiere und die entsprechenden Einheiten das dann autonom abarbeiten, vielleicht passender und flexibler gewesen.
Das neue Gebiet nutze ich direkt für Nahrung und hier kommen auch einige Entscheidungen, die ich nicht ganz nachvollziehen kann. Einmal, dass Nahrung ohnehin jetzt optional ist. Viele Gebäude können mit Nahrung ihre Produktivität verdoppeln. Jedes Gebäude will dabei eine andere Art Nahrung, also irgendwie ähnlich wie die Lieblingsnahrung in S4. Häuser wollen zum Beispiel Brot, aber jedem Haus einzeln sagen zu müssen, dass es Brot essen darf, ist nicht so cool. Und ich sehe auch keinen Vorteil darin, es nicht für alle zu aktivieren. Wenn nicht genug Brot da ist, würden halt nur manche den Bonus kriegen, aber Nahrung, die nicht gegessen wird, ist effektiv nutzlos. Es geht aber noch weiter. Brunnen oder Wasserwerk fehlen gänzlich. Brunnen wäre ja nicht weiter tragisch und Wasserwerke an sich wirken vielleicht auch überflüssig. Aber Wasserwerke brauchen einen Fluss und das war entscheidend dafür, welche Gebiete sich überhaupt für eine effiziente Nahrungsproduktion eigneten. Die Brotproduktion funktioniert wie gewohnt, abgesehen vom fehlenden Wasser. Die Fleischproduktion dagegen wurde komplett trivialisiert. Das einzige Gebäude in dieser Kette ist die Ranch, die wahlweise als Eselzucht oder als Fleischproduzent agiert. Diese beiden Gebäude zusammenzulegen ist nachvollziehbar. Dass Esel der Standard sind, nicht so ganz. Esel werden für bessere Träger gebraucht, die bei einigen Aussagen zufolge nur für den Transport von Waren zwischen zwei Lagerhäusern zuständig sind. Was ich aber nicht bestätigen kann, weil das Spiel uns das nicht sagt. Generell ist das Trägerfeedback nicht so offensichtlich wie in einem S4. Aber zurück zur Fleischproduktion. Das Fleisch kommt fertig aus der Ranch. Die Ranch braucht weder ein Inputprodukt, noch müssen die Tiere zu einem separaten Schlachter. Letzteres könnte ich noch verstehen, aber wieso fressen die Tiere nichts? Wir haben schon die Getreidefarm, wieso kann sie nicht zwei verschiedene Gebäude versorgen? Ansonsten haben wir halt noch Sammler für die Beeren, die ich aber nicht genutzt habe, weil mein zweiter Wald eben für Holz verwendet wurde, und Fischer, von denen ich ein paar an der Küste platziert habe, um prompt zu vergessen, dass sie existieren. Dass diese Ketten einschrittig sind, ist ja noch okay. Aber Fleisch war bis vor ein paar Jahrzehnten noch relativ teuer, weil es eben aufwendig zu produzieren war. Das geht leider komplett flöten. Kommen wir zur Schwerindustrie. Auch über Gebirge wurde natürlich nichts im Tutorial erzählt, musste also erstmal rausfinden, wie die überhaupt aussehen. Zum Glück werden sie markiert, wenn wir die Survey-Funktion der Ingenieure auswählen. Minen sind grundsätzlich unbegrenzt, womit wieder die Frage aufkommt, warum ausgerechnet der Startwald in dieser Hinsicht die Ausnahme ist. Minen können auch nur auf entsprechenden Vorkommen platziert werden, mit etwas Flexibilität bezüglich der Ausrichtung. Soweit, so gut. Waffenschmiede und Eisenschmelze gibt es so auch noch, nur die Goldschmelze wird durch die Münzprägerei ersetzt. Da das Erz nicht geschmolzen wird, wird keine Kohle gebraucht, aber da es zumindest die gleiche Anzahl an Schritten ist, geschenkt. Die Waffenschmiede kann aber nur einen Typ gleichzeitig herstellen. Verhältnisregler vermisse ich hier. Wenn ich zwei Waffentypen produzieren will, brauche ich zwei Schmieden oder ich muss micromanagen. Die Werkzeugschmiede braucht eh keine Auswahl und auch keine Kohle, anders als die Waffenschmiede. Keine Ahnung, was das soll. Kohle ist jetzt ein reines Soldatending. Häuser habe ich bisher vernachlässigt. Zumindest bei den Elari sind diese nur ein Feld groß, eignen sich also gut als Lückenfüller. Gleichzeitig gibt es aber auch einen Bonus, wenn man sie zusammenstellt. Es lohnt sich also auch, kleine Häusergruppen zu bauen, die sich dann verbinden. Alle Häuser erhöhen das Siedlerlimit und produzieren Siedler, bis dieses Limit erreicht ist. Aber je mehr Siedler ihr habt, desto länger brauchen die neuen Siedler. Vielleicht sind 50 Häuser auch zu wenig, aber ich hatte das Gefühl, dass das Spiel aktiv verhindern wollte, dass ich zu viele Siedler habe. Und die 400, die ich am Ende hatte, haben sich auch nicht nach viel angefühlt. Eine gewisse Bremse ist zwar nachvollziehbar, auch weil jedes Haus parallel produziert, aber das fühlte sich nach etwas zu viel an. Türme habe ich fast vergessen, Blue Byte aber offenbar auch. Es gibt zwei Arten, die aber vor allem in ihrer Spezialfähigkeit unterschiedlich sind. Gleichzeitig sehen sie aber fast, wenn nicht sogar komplett identisch aus. Nicht so cool, wenn die eine Fähigkeit eine echte Gefahr für etwaige Angreifer darstellt und die andere eben nicht. Ohne ihre Fähigkeiten sind Türme aber auch wenig beeindruckend. Und dass wir sie nicht besetzen können, trennt sie auch von unserer Armee. Apropos Armee, es gibt 6 Einheiten, die auf 3 Gebäude verteilt werden, die aber ansonsten funktional identisch sind. Grundsätzlich können wir nur 10 Einheiten gleichzeitig pro Gebäude in die Warteschlange stellen, eine Autorekrutierung fehlt. Würde uns aber aufgrund der langsamen Siedlerregeneration im Late Game auch unsere Wirtschaft komplett zerstören. Und es gibt noch die Akademie, wo wir forschen können. Das sind aber fast nur Stat Boosts und damit absolut langweilig. Kommen wir weg vom Gameplay und gehen weiter zu Artstyle und Präsentation. Beides macht es für mich schwer, überhaupt mal einen näheren Blick auf die Siedler und Gebäude zu werfen, was ich aktiv versucht habe. Selbst mit maximalem Zoom habe ich einen eher komischen Kamerawinkel, bei dem ich nie so viele sehe, wie ich sehen möchte. Der Artstyle hat aber zumindest bei den Siedlern selbst mal wieder vergessen, was die Serie so beliebt machte, nämlich die putzigen kleinen SiedlerInnen, die wie Ameisen durch unsere wachsenden Siedlungen liefen. Da verhalten sie jetzt gefühlt nie den Mund, was leider nicht dabei hilft, sie liebenswerter zu machen. Ich habe auch versucht, gezielt nach Idle-Animationen zu suchen, wurde aber enttäuscht. Aber genau so etwas war es, was den Siedlern in den ersten 4 Spielen so viel Persönlichkeit gab, ganz ohne, dass sie sprechen mussten.
Wenn ihr das Gegenteil von Siedlermangel, nämlich Siedlungsmangel, hattet, wussten eure Siedler sich schon selbst zu beschäftigen. Nase putzen, Kaugummi kauen, Kniebeugen machen, mit Steinen jonglieren, Zeitung lesen oder sich einfach mal auf den Arsch fallen lassen. Hier schien es das höchste der Gefühle zu sein, wenn sich mal jemand am Kopf kratzte oder seinen Esel gestriegelt hat. Bei den Gebäuden waren die Arbeitsanimationen auch eher schwach, wenn ich denn mal hingesehen habe. Damit hat Siedler hier aber einen weiteren Aspekt aus dem Fenster geworfen, nämlich der What you see is what you get Teil. Animation und Produktion sind nicht direkt verknüpft. Das ist vielleicht einfacher zu balancieren, aber nimmt für mich etwas die Verbindung zwischen gelieferter und verarbeiteter Ware. In alten Teilen konnte ich genau verfolgen, wie ein Baum gefällt, als Baumstamm zum Sägewerk getragen, dort zersägt und dann als Brett zu einem Gebäude geliefert wurde. Genauso mit Brot. Ich konnte genau sehen, wie die Bäcker ihre Arbeit gemacht haben. Das war zwar auch eine immer gleiche Schleife, aber immerhin jedes Mal mit einem befriedigenden Endergebnis. Das Brot hat sogar noch gedampft, weil es frisch aus dem Ofen kam. Das klingt vielleicht für einige, als würde ich mich an Details aufhängen, aber so Details haben die Serie für mich immer ausgemacht. Das hat sogar das Erbe der Könige verstanden, wo gleich mehrere solche Animationen parallel an einem Gebäude liefen, auch wenn die von der Funktion her näher an diesem Spiel sind. Kommen wir zu den Völkern. Drei wurden angekündigt, die Illari, die Maru und die Yorn. Und das ist bisher auch ziemlich meh. Ich kann verstehen, dass man vielleicht von den historischen und pseudohistorischen Völkern weg wollte, weil man bei deren Darstellung eher aufpassen muss. Die Asiaten aus Siedler 3 könnten vom Ding her alles von Chinesen über Koreaner bis Japaner sein. Die beteiligten Gottheiten machen aber klar, dass es Chinesen sein sollen. Aber auch das ist eine ziemlich vielfältige Gruppe und es wird noch komplexer, wenn man sie durch die verschiedenen Zeitepochen verfolgen möchte. Bei den Nubiern aus Siedler 2 könnte ich mir vorstellen, dass es auch nicht ganz unproblematisch ist. Die Fantasievölker könnten hier theoretisch mehr Freiheit für die Autoren bedeuten. Aber dann muss man sich auch die Mühe machen, diesen Völkern eine Kultur zu geben. Was ist nochmal das Ding der Illari? Dass sie in Häusern leben? Ich meine, man könnte sie als Römerersatz sehen, die ja in den ersten vier Teilen immer das Standardvolk waren. Und die Yorn wirken auf mich auch klar wie ein Wikinger-Stand-In. Aber bisher endet es auch da schon und diese mentale Verbindung allein wird sie nicht tragen. Wir haben ja offensichtlich Magie im Spiel. Also welche Götter beten diese Völker an? Welche Traditionen haben diese Völker? Was ist ihre konkrete Mentalität? Ob eine Kampagne das alles ausfüllen kann, wage ich noch zu bezweifeln. Der Grund, warum ich nie viel Sins of a Solar Empire gespielt habe, zumindest nicht ohne Mods wie Star Trek Armada 3, war, dass Sins es nicht schaffte, dass ich eine Bindung zu einem der Völker aufbauen konnte. Und noch ein Aspekt, der verloren ging: Moral. Wenn man die ersten vier Spiele betrachtet, führen die Siedler zwar wegen jedem Rotzkrieg, aber doch auf sehr zivilisierte Weise. Wenn du kein Saboteur bist, sind zivile Gebäude für dich tabu. Wenn du kein Schamane des dunklen Volks bist, zivile Siedler sowieso. Nur selbst Schamanen brauchten die Siedler lebend. Hier wird, wie in jedem anderen RTS, wahllos auf alles geschossen, was lebt oder gebaut wurde. Beziehungsweise Gebäude werden einfach mit Molotows beworfen, was sich wohl nahtlos mit den Raketenwerferochsen einreiht. Und bevor jemand sagt, das sollen Fackeln sein, möglich. Aber dann wissen die Siedler nicht, wie man fackelt. Wenn ich mit einer Fackel ein Gebäude abbrennen will, gehe ich hin und werfe nicht mit Fackeln, die ich in unbegrenzter Menge aus dem Hyperraum beschwöre. Fazit: Das ganze Ding fühlt sich, in einem Wort, generisch an. Generische Fantasy-Völker, generische Ruinen, die immerhin Points of Interest auf den Karten sein sollen, generische Forschung, die fast ausschließlich aus Stat-Boosts besteht. Die Unterschiede zwischen den Völkern sehen in der vom Spiel präsentierten Liste bisher auch eher mau aus. Fairerweise muss ich aber sagen, dass ich die Maru noch nicht ausprobiert habe. Das werde ich am Freitag, wenn alles gut geht, im Match mit Zocker Lounge Live ausprobieren. Vielleicht steckt hier ein gutes Spiel drin. Das wage ich nach so kurzer Zeit auch noch nicht zu beurteilen. Fürs Franchise würde ich es hoffen. Aber ich will hier nicht irgendein gutes Spiel, ich will ein gutes Siedler. Das ist bei einem Spiel, das das Franchise immerhin wiederbeleben sollte, wohl kaum vermessen. Und das sehe ich bisher noch nicht. Es heißt zwar jetzt, man hätte ja so viel auf Siedler 3 und 4 geschaut, weil deren Communities so aktiv sind. Aber dafür hat man sich die letzten drei Jahre seit der History Edition und auch davor einen Scheiß um diese Communities gekümmert. Dass diese beiden Spiele gerade ihren zweiten Frühling erleben, ist allein engagierten Spielern geschuldet. Was vielleicht aber auch zeigt, dass wir im Zweifel Ubisoft und Blue Byte schon längst nicht mehr brauchen.